Heute zeige ich dir zwei Möglichkeiten, wie du mit einem Nicht-Aluminium-Schweißgerät doch Aluminium schweißen kannst. Im WIG-Bereich kennen wir die sogenannten AC-DC-Schweißgeräte, die es möglich machen, dass wir Aluminium vernünftig schweißen können. Viele von euch haben aber ein kleines, günstiges 200 Ampere DC-Gleichstrom-Schweißgerät, welches theoretisch nicht Aluminium schweißen kann. Aber ihr müsst jetzt in der Not doch Aluminium schweißen und jetzt komme ich ins Spiel. Der Unterschied zwischen einem DC-Inverter-Gleichstrom, womit wir Stahl-Edelstahl schweißen, ist ein großer, wenn du dir eine professionelle AC-DC-Maschine holst. Und das weißt du. Jetzt musst du aber 2-3 Mal im Jahr Alu schweißen, notgedrungen. Dafür holst du dir doch keine AC-DC-Maschine. Du kannst es nämlich mit der kleinen DC-Maschine machen. Was benötigen wir für heutiges Video? Wir benötigen etwas an Mitteln. Aluminium ist so ein Thema, das müssen wir gut vorher reinigen. Das hat was auch mit der Oxidschicht zu tun. Ich habe eine normale Aluminiumbürste. Die ist aus Edelstahl, aber damit wird nur Aluminium behandelt. Ich habe hier so einen Kevlarfinger, weil das auch unter anderem heiß werden kann. Etwas Aceton, um die Oberfläche zu reinigen. Und eine einfache Lötlampe, um diese kleinen Bauteile heute vorzuwärmen. Natürlich ein Automatikhelm und unser Hauptdarsteller, ein einfacher DC-Gleichstrominverter, der nicht Alu schweißen kann. Ganz wichtig ist natürlich auch der Zusatz. Ich verwende einen ILEC-Zusatz, nicht zu stark, 2,0 mm Zusatzstäbe und damit legen wir auch schon los. Kommen wir zu meiner ersten Lösung. Zwei Ansätze, die erste Lösung für euch. Wir haben zwei Stücke Aluminium und die wollen wir zusammen schweißen. Ja, so. Wie gehe ich jetzt hier vor, um das mit einem DC-Inverter möglichst gut zu verschweißen? Ich bereite mich vor. So bleiben die an Position. Jetzt kann ich diese Oxidschicht, die immer das Problem ist, was ich euch auch gleich erklären werde, die werde ich jetzt in eine Richtung grob entfernen. Man sieht, wie das glänzende Aluminium zum Vorschein kommt. Bei unserem ersten Versuch müssen wir uns auch nicht so beeilen. Das reicht hier an der Stelle. Plus, damit die Wärme im Bauteil bleibt, unterlege ich das Bauteil so, dass es nicht direkt Kontakt zu meinem Schweißtisch hat, damit die Wärme möglichst hier drin bleibt. Jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Beim Stahl-Edelstahl-Schweißen, bei unserem DC-Inverter, haben wir unseren Brenner am Minuspol und die Masse am Pluspol. So. Bei einer AC-DC-Maschine passiert Folgendes. Beim Wechselstromschweißen, was wir für Aluminium brauchen, da findet ein ständiger Wechsel in einer gewissen Frequenz statt. Deswegen tricksen wir jetzt ein bisschen und nehmen unseren WIG-Brenner vom Minuspol und setzen diesen an unseren Pluspol. Ergo ist unsere Masse am Minuspol. Passiert nämlich Folgendes. Beim normalen WIG-Schweißen, Stahlschweißen, umgangssprachlich gesagt, fließt der Strom in diese Richtung. Da wird das Werkstück belastet. Was wir jetzt machen, wir drehen das Ganze um. Das heißt, die Wolfram-Elektrode wird belastet. Damit schaffen wir es, die Oxidschicht aufzureißen. Aber hier kommt nämlich auch das Problem. Und da musst du gleich genau aufpassen, wenn wir fertig sind mit dem Schweiß. Das mit der Polung ist noch nicht alles. Hier hat sich, was die Verschleißteile angeht, auch etwas getan. Ich habe meine übliche 2,4er Elektrode Durchmesser in eine lila E3 3,2, also eine große Elektrode, gewechselt. Und man sieht schon den kleinen, feinen Unterschied, was da passiert. Weil diese Umpolung stattfindet, ist es physikalisch einfach so, dass sich hier immer eine Kalotte bildet. Aber das sieht doch schon so aus, als würden wir Richtung AC-Schweißen gehen. Maschine würde ich jetzt hier maximal auf 60 Ampere einstellen. Ich erkläre dir gleich auch wieso. Werde meine Bauteile schon mal auf Temperatur bringen, damit der Start uns einfacher gelingt. Es soll sich voll Wärme saugen. Deswegen auch nicht direkt am Tisch, weil Aluminium leitet Wärme. Die Wärme soll im Bauteil bleiben. Okay. Der nächste Schritt ist direkt vor dem Schweiß nochmal Oxidschicht weg.
Brenner in die Hand, Zusatz in die Hand, Absaugung an und los geht's. Wir müssen etwas abwarten, bis die Schmelze da ist. Ja, das Bauteil muss gut warm werden. Ich pendel hin und her, lass mir aber Zeit. So viel Zeit muss leider sein. Fantastisch. Wir haben unser Bauteil tatsächlich mit einem kleinen DC-Inverter, ob das jetzt ein günstiger Amazon eBay 200 Ampere DC Gleichstrominverter sein wird für 200 Euro, der wird nämlich genauso tun. Der Knackpunkt ist, liegt darin, dass wir den Pol gewechselt haben. Das heißt, der Strom fließt vom Werkstück zur Elektrode. Die Elektrode wird belastet, die Kalotte bildet sich und hier kommen schon die kleinen, ich sag mal, Einschränkungen, die man so hat. Man sieht, das Bauteil muss sehr, sehr, sehr viel Temperatur haben, bis es losgeht. Du siehst, wie die Schmelze sich bildet, wie das klar wird. Erst dann kannst du loslegen. Deswegen starte ich am Anfang sehr lange. Ich bin im Viertakt, damit ich den Taster nicht permanent halten muss und dann geht schon los. Und da musst du aufpassen. So, jetzt bist du soweit, Temperatur ist drin. Alles schön glänzend und du willst loslegen, du bist mit der Wolfram-Elektrode sehr nah am Werkstück, weil die Fokussierung hier nicht so optimal ist. Ja? Der Lichtpunkt springt vom Bauteil zu Bauteil. Er möchte die ganze Zeit vom Bauteil zu Bauteil springen, er ist nicht fokussiert in der Mitte und dann legst du los. Ja? Du hast die Schmelze, dann tastest du dich vorsichtig mit deinem Zusatz ran. Ist es denn schon so weit? Ist die Schmelze genug da, schmilzt der Zusatz ab und dann geht es irgendwann los und dann musst du schnell sein. Jetzt sieht man aber auch hier, dass die Schweißnaht nicht wie beim Aluminiumschweißen schön gleichmäßig schon schupper und schupper liegt. Das liegt einfach daran, weil dieser Prozess hier einfach sehr wild ist. Deswegen hat man ja auch das EAC-Schweiß, der Hund, der ist sehr wild, der will die ganze Zeit hin und her und du musst das kompensieren. Deswegen empfehle ich dir hier auch, leicht zu pendeln, ja? Schön breit zu machen, leicht zu pendeln und dann wird das umso schöner. So, das war mein erster Trick, um mit einem DC-Inverter AC zu schweißen, übertrieben gesagt. Wenn du diesen ersten Lösungsansatz für dich ausprobieren willst, musst du die zwei Pole tauschen, Maschine maximal auf 60 Ampere einstellen und eine deutlich dickere Elektrode verwenden. Warum habe ich hier eine lila E3 3,2 Elektrode? Man sieht diese große Kalotte, die sich da bildet. Das wird extrem unstabil. Wenn ich jetzt hier maximal noch etwas höher gehe, würde sich sogar das Wolfram ablösen und in mein Schweißbad gehen. So, man könnte natürlich auch hingehen und auf eine 4er Elektrode sogar noch hochgehen. Dann wäre das Ganze noch stabiler. Aber umso größer die Kalotte, umso schwieriger wird es natürlich nachher auch für uns zum Schweißen. Aber als Notlösung finde ich das Ergebnis überragend. Ich denke, zu der Bruchprobe kommen wir gleich. Ich würde schon gerne sehen, wie weit sind wir da reingekommen. Man hört am Klang auch, wenn das Aluminium warm ist, dann klingt das ganz anders. Das ist warm, das ist kalt, viel heller. Also Materialkunde ist so eine Sache für sich, ist eine mega spannende Geschichte. Jetzt machen wir die zweite Lösung. Ich sage dazu die Dirty-Lösung, die aber auch funktioniert, nicht so schön aussieht, aber ihren Zweck erfüllt. Wir gehen wieder zurück an unseren Anfang. Elektrodenhalter bzw. Massekabel geht wieder an Plus, wo sie hingehört. Und unser Wickbrenner geht wieder zurück auf Minus, wo er hingehört. So, jetzt müssen wir natürlich diese Elektrode anschleifen oder wir nehmen einfach eine andere. Eine 2,4er reicht hier absolut aus. Ich baue meinen Brenner ein bisschen auseinander. So, Abstand passt. Und dann können wir schon loslegen. Der Unterschied ist hier, dass wir etwas mehr Vorarbeit leisten müssen. Plus ich würde jetzt hier auf 120 mindestens hochgehen, damit das
irgendwie läuft. Hier müssen wir das Ganze ein bisschen anders machen. Ich würde das jetzt erstmal auf Temperatur bringen, dann schnell die Oxidschicht wegmachen, weil die Oxidschicht ist halt das Problem. Sie verträgt bis zu 2000 Grad, deswegen ist es immer sehr schwierig, Alu zu schweißen. Alu an sich, wenn es blank ist und zum Vorschein kommt, braucht nur 600 Grad. Das kannst du schweißen ohne Probleme. Deswegen müssen wir diese Oxidschicht runterbringen und dann sofort mit dem Schweißen beginnen, weil sie kommt sofort. Früher hat man das sogar so gemacht, dass man bestimmte Ätzmittel benutzt hat, um die Oxidschicht und das Aluminium freizulegen, was dann auch länger frei war und dann konnte man das besser schweißen. Aber ich möchte jetzt ungern mit Chemikalien hier rumspielen. Wir machen es auf diese Art und Weise. Erstmal machen wir da Temperatur drauf. Wärme und Aluminium. Wenn sich das endlich mal vollgesogen hat, dann verteilt sich die Wärme überall. Das ist beim Alu so. Es braucht sehr viel Zeit, weil sich die Wärme ja überall hin ausbreitet. So, jetzt sehe ich, jetzt kratze ich wirklich am liebsten mit einer Fräse die obere Schicht richtig runterkratzen, aber gleich auch sofort loslegen. Nicht liegen lassen, sofort loslegen. Auf geht's, Beeilung. So. Nicht erschrecken lassen von der Oberfläche, von der Kraterlandschaft, die einmal da ist. Das Interessante ist, wie der Prozess läuft. Der läuft wunderbar, weich, schön, konzentriert. Deswegen ist das meine zweite Lösung, weil die nicht so schön ist. Aber sie ist funktional, meine Lieben. Und das finden wir wie folgt raus. Ist natürlich noch brütend heiß. Nehmen wir unsere Bürste und gucken, wie es im Inneren aussieht. Es ist einfach so, lass dich von dem Ergebnis nicht abschrecken. Schau mal, zwei, drei Bürstengänge, schon kommt eine passable Schweißnaht zum Vorschein. Natürlich mit einer etwas rauen Oberfläche, mit vielleicht ja, Einschlüssen der Oxidschicht. Auf jeden Fall, ja, hier oben sieht man diese Ausfransungen. Aber alles noch im Maßen, was ich hier freigeben würde. Und glaub mir, das ist stabil. Und das machst du einfach mit einem DC-Schweißgerät. Du musst nur wissen, dass du die Oxidschicht vorher runterkratzt, dass der Temperatur drin ist und dann kannst du schweißen. Ich meine, wenn wir jetzt die Oberfläche ein bisschen runterschleifen, ist das super, oder? Hier läuft der Prozess natürlich völlig anders, sieht auch völlig anders aus. Das ist sehr komisch. Du startest und weil du jetzt genug Temperatur reingebracht hast, schwimmt diese komische, hässliche Oxidschicht auf deiner Schmelze. Und das sieht so aus, als würdest du da so einen Kartoffelbrei vor dir herschieben, aber es läuft. Konzentrier dich einfach. Das heißt, wenn sich das Ganze bewegt, Zusatz rein, diese hässliche Geschichte ist dann auf deiner Schmelze und dann gehst du genauso weiter. Ja, du baust es, pumpst es voll nach und nach. Man sieht auch hier am Endkrater, dass wir auch gut reingekommen sind. Wichtig ist halt in dem Moment die Temperatur. Aber hier habe ich ja nur 120 Ampere gebraucht. Und es lief verdammt gut. Lass dich nicht entmutigen. Erst wenn du die obere Fläche behandelt hast, kommt das Schöne zum Vorschein. Aber wir wollen wissen, was hält das aus? Und hier können wir quasi die Rückseite sehen, die innere Seite. So tief sind wir jetzt nicht eingedrungen. Ja? Aber wir haben einen schöneren, gleichmäßigen Schweißnahtaufbau. Vom Einbrand her würde ich sagen, ist jetzt nicht so berauschend. Lassen wir so stehen. Gucken wir uns jetzt mal das zweite Modell mal an. Ja? Also das dreckige Modell im DC-Modus Brenner auf Minus. Spannen wir auch ein. Deutlicher Unterschied.
Jetzt können wir selbst die Entscheidung treffen, was wollen wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom praktischen Einsatz her und von der Stabilität her, ganz klar die Dirty-Lösung. Also alles bleibt so, wie es war, als würdest du Stahl DC schweißen, Oxidschicht drunter, Temperatur vorher rein und da direkt loslegen. Sieht zwar am Anfang nicht so schön aus, aber guck dir die Schweißnaht mal an und guck mal, wie stabil sie ist. Plus die Handhabung ist ganz einfach. Plus siehst du den Unterschied? Ein größeres Bauteil. Hier ist ein kleineres Bauteil. Das heißt, wenn wir die Polarität wechseln und arbeiten da gerade mit 60 Ampere, sieht man, was für einen Aufwand wir betreiben müssen, damit wir das überhaupt geschweißt bekommen. Dann legen wir das nur auf. Klar, es sieht schöner aus. Aber sobald du ein größeres Bauteil hast, was musst du das auf Temperatur bringen, damit das klappt? Deswegen hier für uns ganz klar Oxidschicht runter und mit dem DC-Modus drauf. Ja. Natürlich würde ich persönlich aus Sicherheitsgründen, Stabilitätsgründen ganz klar dieses AC-Verfahren, also eine WIG AC-DC-Maschine einsetzen. Ich habe schon zahlreiche Videos gezeigt, wie man Aluminium-WIG schweißt mit einer AC-DC-Maschine. Das musst du dir unbedingt anschauen. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt. Das, was ich dir heute gezeigt habe, ist für den Anfänger zum Üben genau richtig. Ja, du musst dir nicht sofort eine AC-DC-Maschine holen, du kannst hiermit schon starten. Das heißt, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe. Den einen haben wir geholfen, der ab und zu mal WIG schweißen muss und es muss in dem Moment gehen, dann kannst du es so umsetzen. Nach diesem Video kannst du das auch, plus du kannst schon mal die ersten Übungsversuchsschritte machen. Das Equipment hast du da. Das heißt für dich, wenn du dich weiterentwickeln möchtest und du möchtest mehr WIG Aluminium schweißen, ist das jetzt nicht unbedingt die perfekte Lösung. Da brauchst du natürlich eine AC-DC, eine Wechselstrommaschine. Ich empfehle dir hier ganz klar die Picotic 200 AC-DC, habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht, und die Tetrix. Und hier an der Stelle, weil die nun einfach mal Geld kosten, komme ich euch etwas entgegen mit einem Rabattcode einmalig für 2 Tage lang 10% auf meinen Shop. Geh rein, sei glücklich.